So, herzlich willkommen zurück. Und für alle, die das direkt sehen, auch einen hoffentlich ruhigen Montag, Restabend. Für alle anderen, die das irgendwann sehen, hallo. Wir wollen jetzt zusammen weitermachen mit dem Guten hier. Wir waren noch nicht oben. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal. Und da geht die Tür wieder auf. Dann schauen wir doch mal, ob wir richtig eingestellt sind auf die Rakete. Auf das Shuttle. Und einmal rückwärts rein, einmal Tür zu. Was für einen Hinweis wir denn bekommen? Bin ich jetzt auch mal gespannt. So. Haben uns gedreht. Und da geht es auf. So. Etwas schwerfällig. Wir sind relativ richtig eingestellt. Ich glaube, wir sind etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber es müsste reichen, dass wir einen Hinweis bekommen an der anderen Tafel. So, da oben. Ja, das schaut gut aus. Da steht etwas in einer 59. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ah, das sind die Volt, die wir einstellen müssen. Wir waren schon einmal da unten. Ich hoffe, dass das nicht so ewig dauert. Bin mir jetzt selbst gerade gar nicht mal mehr so sicher, wie lange ich das. Ja, wobei, als das erste Mal, als ich das gespielt habe und es rumprobiert habe. Ja. Mit unter 10 Jahren so ein Rätselspiel zu spielen, ist erstaunlich schwer. Und ich merke auch, dass es tatsächlich eher am Alter denn am Spiel lag. Es fällt mir doch jetzt bedeutend leichter, die Rätsel zu lösen, als damals. Ich bin mal gespannt, wie das später bei dem zweiten Teil sein wird, den ich jetzt auch. Ich weiß noch nicht, ob ich den direkt im Anschluss Let's Playen werde, das weiß ich wirklich noch nicht. Hoch. Spiel? Er hat mich gerade nicht rausgehen lassen. Na gut. Ich dachte schon gerade, das ist abgeschmiert, aber nein. Oh Gott, wo war ich jetzt gerade? Ich bin nicht so leicht wieder auf den Punkt zu kriegen. Ich weiß wirklich gerade nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass das hier alles. Jetzt bin ich mal gespannt, wie leicht es mir jetzt fallen wird. Denn wir wollen auf Power to the Ship. Und das hier ist die normale Power. Okay. Müssen. Fürs Schiff brauchen wir 59 Volt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay. Das sind 10. 17. Oh Gott. Okay. Wir haben 10 Schalter insgesamt. Ich zeichne mir das lieber parallel auf. So. Und die haben alle unterschiedliche Werte. Dann wollen wir doch mal sehen. Du bist 10. So, du bist bei 7. Es ist doch bedeutend einfacher, wenn man das einzeln aufschreibt. Du bist bei 8. Leider habe ich noch keine Webcam, bei der ich euch zeigen kann, wie schön ich das Ganze hier auf ein Blatt Papier kritzel. Das sieht wirklich. Ich habe eine wahre Sauklaue manchmal. Oh, 1. Okay. Das ist ja. Wow. Wir müssen insgesamt dann auf 59 kommen. Nur mit diesen. Oh, 22. Okay. Ich hoffe, ihr könnt gut Kopf rechnen. Ihr könnt es ja selber mal parallel überlegen, welche Zahlen was sein müssten, beziehungsweise welche man drücken muss dafür. Wir brauchen 59 insgesamt. Probieren wir es doch mal mit der 22. Das hier sind dann 32. Dann müssen auf 9 kommen, ne? Aber es bringt nichts,
Wenn wir direkt aufmachen. Komm, 8. 11 haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssten auf 21 kommen. So, dann könnte das funktionieren. Ja! Ich bin leider bei solchen Rätseln erstaunlich gut, vor allem da ich recht gut im Kopfrechnen bin. Jetzt weiß ich aber, dass man da noch irgendwo etwas umklappen musste. Hatte ich das schon umgeklappt? Hatte ich die Verbindung schon hergestellt? Weiß das jemand? Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Okay, jetzt bin ich mir wirklich nicht mehr sicher. Es hat kein Geräusch gemacht. Okay. Schauen wir einfach mal, ob es funktioniert hat. Es ist die ganze Zeit so duster. Das irritiert irgendwie etwas. Ich hoffe nur, ich habe nichts kaputt gemacht. Dass das durchgängig so Nacht ist. Geht's auf? Ja, es geht auf. Okay. Ach du meine Güte. Okay, wir haben es aufgeschrieben. Und zwar ist das hier die 1, dann 2, 3, 4, 5. War das richtig? Ach du meine Güte, ach du Schande. Okay. Wir brauchen zuerst diesen Ton. Ich hoffe, ich habe ihn mir jetzt eingeprägt. Das müsste dieser hier sein. So, Nummer 2 bist du. Der ist etwas höher. Ach du meine Güte. Da ist der Ton. Gut, dass ich ein gutes Tongedächtnis, also einigermaßen Tongedächtnis habe. Puh. So. Sup. Du müsstest noch höher sein. Ja, das war ein genauer Treffer. Jetzt kommt die 4. Der ist wieder tiefer. Ups. Das hier ist der Ton. Der müsste hier dazwischen sein. Hier. Und der letzte müsste am tiefsten sein. Denn das ist der hier. Okay. Okay. Und es hat funktioniert. Da ist das Buch. Oh. Digitalisiertes Buch. Alles klar. Dann wollen wir doch mal sehen. Das schaut sehr schön aus. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. So. Ja, da ist der Ladebildschirm wieder und wir sind wieder zurück. Jetzt ist nur das einzige Problem. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr so zurück. Oh. Ja, das ist aus. Wundervoll. Sehr wundervoll. Na gut, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Puh, das sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Nicht so ange. Oh, hier ist viel mit Geräuschen. Okay. Okay. Ach du meine Güte. Das ist eine große Insel. Ah, okay.
hier ausgemacht? Hier links hängt ein Mikro, oder? Ja, das ist ein Mikro. Das kann man wohl anmachen und wieder ausmachen, okay? Bin ich mal gespannt. Das hier könnte von den Laufwegen sogar noch ein Ticken weiter sein. Okay. Tatsächlich hier. Das Mikrofon. Oh, die Uhr scheint irgendwie kaputt zu sein. Okay. Ah, ich glaube, wir müssen herauskriegen für die erste Tür ganz am Anfang, was welche... Ah, da hinten geht's auch weiter. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ah, hier geht's weiter. Okay, in der Reihenfolge der Töne hier. Jetzt brauchen wir aber die Reihenfolge von diesen einzelnen Ecken. Okay. Schauen wir doch mal weiter. Und ich fürchte, nach dieser Aufnahme muss ich ganz dringend die Heizung hochstellen. Es fröstelt ein wenig. Und hier dürfte die... Ist das die letzte Stelle? Das könnte... Kann ich hier auch runtergehen? Ja, ich kann hier auch runtergehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Gleich so duster. Machen wir mal Licht an. Oh, Gottes Willen. Erstmal einen Schreck bekommen. Okay, ich kann Licht anmachen. Sehr gut. Hallo Fledermäuse. Ich dachte, da sind irgendwie, keine Ahnung, Schlangen oder so. Gehen wir mal wieder nach oben. Da wird es auch wieder heller. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Huch. Okay. Huch. In Nein zumachen wollte ich dich eigentlich noch nicht. Okay. Muss ich die alle einmal anmachen? Kann das sein? Es wirkt ein bisschen so. Kann ich hier... Nein, okay, ich kann an der Seite nichts hochstellen. Aber wir haben zumindest schon mal einen Hinweis, dass es insgesamt 5 Stück gibt. Und zwar Wasser. Dann dieses... Ich weiß nicht, was... Als was würdet ihr das bezeichnen? Ich würde es eventuell als... Ich glaube als Schlot oder so. Dann die Turmuhr. Die irgendwie kaputt ist. Dann diese klingenden Steine. Die klingenden, singenden Glöckchen. Aus welchem Film war das nochmal? Und dann kommt das pustende Loch. Sehr schön aufgezeichnet. Okay. Das heißt, wir müssen... Ich glaube, wir müssen alle einmal anmachen. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich werde jetzt einfach mal alle anschalten und dann schauen, was passiert. Okay. Hier kann ich das Licht also an- und ausschalten. Ich lasse es einfach mal an. So, und wir klettern wieder nach oben. So, einmal umdrehen. Dann machen wir dich mal an. Bin ich mal gespannt. Jetzt laufen wir alles einmal ab. Und, weil wir brauchen ja hier eigentlich auch noch Zettel. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, auf jeder Welt müssten jeweils ein roter und ein blauer Zettel sein. So. Und ich glaube, dass wir hiermit tatsächlich die Mikrofone anmachen können. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Wenn das Ganze auf Zeit geht, haben wir nämlich ein Problem, weil ich bin nicht so schnell. Aber ich meine, hier wurde nichts auf Zeit gemacht. So.
Nummer 3. Ja, Nummer 3. Dann Nummer 4, dieser Lava soll das, glaube ich, sein, oder? Feuer, Lava, irgendwie so etwas. Wo waren die Wassertropfen? Ah, hier hinten. Waren wir hier überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Wassertropfen fehlten uns noch. Genau, hier geht's lang. Oh. Und die Wassertropfen. Das schöne tropfende Wasser. Ach, wie idyllisch. So. Und wieder zurück. Da wollen wir doch mal sehen. Wir wollen ja eigentlich nur in das Gebäude rein. Das kann ja nicht so schwer sein, hoffe ich mal. Ich glaube, dass das hier uns die Frequenz dann verrät. Okay. Da sind ein paar mehr Töne dabei, als hier tatsächlich auf der Insel vertreten. Gut. Dann wollen wir doch mal die Reihenfolge herausbekommen. So. Sehr nebelig hier. Ich muss dann eh mal schauen, dass ich noch Bilder für Thumbnail aufnehme. Was eigentlich? Bei dem hier habe ich noch so gar keine Idee. Oh, kann man hier runter? Sieht so aus, als könnte man da runter, aber ich glaube tatsächlich nein. Nein, ist nicht vorgesehen. Okay. Also gehen wir wieder nach unten. Hier ist der Übergang irgendwie etwas abgehackt. Hm? Okay, diesmal... Ah, doch, das sind die Fledermäuse. Ich wollte schon gerade sagen... Wir gehen wieder nach oben. So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir rausbekommen. Wir brauchen die klickende Uhr, nicht wahr? Aber du bist nicht die klickende Uhr. Das wollen wir doch mal sehen. Klickende Uhr. Da ist sehr viel nichts. Du bist auch etwas anderes. Die klickende Uhr. Du bist auch etwas anderes. Du bist dieses Feuerding. Wir hätten gleich einfach nach rechts gehen können. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Sollen wir noch was sehen? Mal sehen, es klickt. Deswegen bin ich auch gerade so leise, dass ich das Klicken gut hören kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay. Es rastet ein. Sehr gut. Wir haben bei der Uhr. Jetzt muss ich das doch glatt mal aufschreiben. 052,1. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, was das heißt, aber gut. Und hier haben wir das Feuerding. Das Wasser ist aber hier weiter rechts. Das weiß ich noch. Das ist hier hinten. Okay, es blinkt. Es blinkt. Ah, jetzt war ich zu weit. Und komm. Ah, jetzt sind wir richtig. Das Wasser ist bei 133,1. Auch eine Komma 1, okay. Huch, wo bin ich denn hier? Ich glaube, ganz viel im Wasser. Kann das sein? Ja, das ist dieses Statuen-Ding. Also diese singenden, klingenden Steine. Oh, bei singenden, klingenden Steinen muss ich so ein bisschen an
an Terry Pratchett denken, an Rollende Steine, ein sehr schönes Buch. Also jeder, der gerne Fantasy-Romane mit ein bisschen Witz lesen möchte, dem kann ich nur Terry Pratchett wärmstens empfehlen. Vor allem die Scheibenweltromane. Alle habe ich zwar bis jetzt auch noch nicht gelesen, aber die meisten, also nicht die meisten, aber ein Großteil habe ich doch schon gelesen. Wenn jemand noch gar keinen Kontakt dazu hatte, ist tatsächlich rund um Rincewind die Farben der Magie eigentlich ein idealer Einstieg. Damit habe ich auch damals angefangen. Das ist eine sehr schöne Reihe. Und sonst gibt es diverse Anleitungen, in welcher Reihenfolge man was wie wo lesen sollte. Also, sie sind zum Teil auch sehr unabhängig voneinander lesbar oder wiederholt lesbar. Oh, das ist ein erstaunlich seltsames Geräusch. Hier haben wir wieder 0 vorne dran, 1, 5,8. So, dann fehlt nur noch der gute Wind. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr ganz genau, wo der gewesen ist, aber das Spiel wird uns das gleich sagen. Ach, da, ist ja ich schon. So, das Pfeifen. Oh, eins zu weit. Das ganze Pfeifen ist bei 202, oh, 7 ist das. Jetzt hätte ich fast wieder 1 geschrieben. Ich weiß eigentlich nicht, ob das überhaupt richtig relevant ist. Okay. Er sagt uns also die Reihenfolge, kann das sein? Okay. Na, das ist jetzt ja wundervoll. Ich muss es leider nochmal abspielen. Das Pfeifen. Dann das Wasser. Dann die Luft. Dann das Feuer. Und dann die Uhr. Okay. Passt. Okay, so, dann hier nach unten. Hui. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Reihenfolge auch gestimmt hat und ob wir überhaupt die Zahlen hätten aufschreiben müssen. Ich denke nämlich gerade eher nicht. So. Zupdi-dupdi-du. Jetzt laufen wir mal wieder zurück. So. Ich freue mich schon ein bisschen auf Riven, also den zweiten Teil hier. Denn dort gibt es dann auch Lebewesen. Nicht nur diese wundervoll animierten Fledermäuse, bei denen ich nicht mal sicher bin, ob die im ersten Teil überhaupt schon. Also im allerersten Teil von 93, was ich ursprünglich gespielt habe, überhaupt schon existiert haben. So, als allererstes waren diese singenden, klingenden Steine. Hier, die singenden, klingenden Steine. Danach kam das Wasser. Ah, Wasser. So, als drittes kam der Wind. Der Wind ist schon richtig eingestellt. Dann das hier. Und als letztes die tickende Uhr. Faszinierend, was für Geräusche damit drin sind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es richtig war. Ja, es war richtig. Okay. Das nächste gelöst. Und ich denke, bevor wir jetzt hier reingehen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen.